Reges Interesse herrschte bei den Salzkammergut-Festwochen an der Autorenlesung von Daniel Kehlmann aus seinem hochgelobten Erfolgsroman Thiel. Schaut, der Till ist da. Wir kannten sein hageres Gesicht, die kleinen Augen, die hohlen Wangen und die Hasenzähne. Seine Hose war aus gutem Stoff, die Schuhe aus feinem Leder. Seine Hände aber waren Diebes- oder Schreiberhände, die nie gearbeitet hatten. Die rechte hielt die Zügel, die linke die Peitsche. Seine Augen blitzten, er grüßte hier, hin und dorthin. Ich dachte eben, dass es gut wäre, eine Art Leitfigur zu haben, die unterschiedliche Welten, unterschiedliche Bereiche des Lebenswelt damals, unterschiedliche Orte aufsuchen kann und mit unterschiedlichen Menschen zu tun hat. Und ich dachte dann eben, das sollte ein Vagant sein, jemand, der reist und auf verschiedenen Orten auftritt. Und dann dachte ich eben, ja, warum dann einfach einen Vaganten erfinden, wenn man auch den ursprünglichen großen mythischen deutsch-nordeuropäischen Vaganten beschwören kann, nämlich Till Eulenspiegel. Gott, wie das stinkt, hatte der König gesagt. Ja, schlimm, hatte der Narr geantwortet. Schlimm, 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 solltest dich waschen, Winterkönig. Der Koch und die vier Soldaten, die ihm die holländischen Generalstände widerstrebend zum Schutz mitgegeben hatten, hatten dumm gelacht. Und der König hatte für einen Moment überlegt, ob er sich das bieten lassen durfte. Aber dafür waren Narren schließlich da, so gehörte es sich, wenn man König war. Die Welt behandelte einen mit Respekt, aber dieser eine durfte alles sagen. Im Verständnis der damaligen Zeit heißt ja Narr auch nicht so sehr, dass man dumm ist, sondern es heißt vor allem, dass man beleidigend ist und den Leuten Streiche spielt. Und dafür muss man ja auch intelligent sein, sonst übersteht man es ja nicht. Auch Elisabeth Stuarts Besuch beim kaiserlichen Gesandten wird genau geschildert. Er hatte ihr gegenüber also auf einer Anrede zu bestehen, die sie ihm auf keinen Fall gewähren konnte. Für dieses Problem gab es nur eine einzige Lösung. Eine wie sie und einer wie er durften sich niemals begegnen. Als er zu sprechen anhob, schlug sie einen Haken, ging auf einen Schemel zu und setzte sich. Sie war ihm zuvorgekommen. Kehlmann als Historiker? Viel Dichtung oder reine Wahrheit? Besonders was die Lebenswelt angeht, habe ich mich bemüht, wirklich sehr genau, soweit man das weiß, vieles weiß man ja gar nicht mehr, zu recherchieren. Also die Realien, wie die Dinge, wie es war zu reisen, wie ein Militärlager aussah, wie das Alltagsleben war. Da habe ich mich bemüht, es so richtig wie möglich hinzukriegen. Die Geschichten selber, die die Figuren erleben, sind natürlich Fiktion. Es ist ein Roman und Till ist ja eine, man könnte sagen, eine mythische Figur eigentlich. Es ist ja selbst keine historische Figur. Obwohl der Erfolgsautor die meiste Zeit in den USA verbringt, schlägt aufgrund seines österreichischen Vaters doch auch eine österreichische Seele in seiner Brust. Ich bin ja in Wien aufgewachsen, also das ist doch sehr prägend. Ich glaube, eine gewisse Neigung zu Ironie, die ja auch in meinen Büchern, meine Bücher prägt, und eine gewisse Neigung, die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen, wie es in Deutschland oft getan wird. Also das wäre vielleicht was Österreichisches. Begehrt waren an diesem Abend die handsignierten Bücher Kehlmanns, und zwar alle. Ich lese gerne und seine Geschichten, die sind einfach so bildhaft und so leicht zu lesen. Und das ist halt genau halt das, was mir halt gefällt. Ich finde es immer spannend, wenn die Autoren die Bücher lesen und irgendwie, dass man auch ein bisschen den Klang bekommt und auch irgendwie den ganzen Ton irgendwie ein bisschen mitbekommt. Und sehr sympathisch und mit der Musik eben sehr schön. Zeitgenössische Literatur ist, wie man am gut gefüllten Toskanasaal unschwer erkennen konnte, zu Recht ein Schwerpunkt der Salzkammergut-Festwochen.